Und ja, und dann heißt es hier noch, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dabei bleibt es. Auch das ist natürlich, ja, aus dem Auge des Betrachters zu sehen. Wie gesagt, in Russland wird man es eventuell bereits anders sehen. So, und dann der nächste Fauxpas. Ja, hier heißt es, hat Scholz Geheimnisse verraten. Briten helfen in der Ukraine beim Abschuss von Storm Shadow Raketen. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit seinen Aussagen über die Unterstützung britischer Soldaten für ukrainische Streitkräfte bei der Bedienung von Storm Shadow Langstreckenraketen eine heftige Kontroverse ausgelöst. Befinden sich NATO-Soldaten etwa schon wirklich in der Ukraine und kämpfen gegen Russland? Das wäre natürlich ein Fauxpas. Ja, der ein oder andere hat sie bereits in den letzten Monaten immer wieder angedeutet. Ja, es ist, Deutschland ist beschuldigt, hier komplett unverantwortlich gehandelt zu haben, nachdem man behauptet, britische Truppen helfen der Ukraine, um Raketen gegen Putins Streitkräfte abzufeuern. Ja, da kann man sich einfach auf unseren Olaf verlassen. Wunderbare Sache. So, dann haben wir hier die russische Diplomatin, die sagte, dass Großbritannien der Ukraine bei der Durchführung von Angriffen im Schwarzen Meer helfe. Also scheint bei Russland ebenfalls schon seit längerer Zeit angekommen zu sein. Wir haben die Geschichten gehört in den letzten 2 Jahren über das Söldnertum, das da eventuell in der Ukraine sehr, sehr aktiv ist. Und ja, Scholz bleibt dabei. Diplomaten statt Granaten. Satz von Scholz in Dresden regt viele im Netz auf. Ja. In Dresden stellt sich Kanzler Scholz Fragen von Bürgern, natürlich mal wieder unter dem üblichen Protest. Dabei werden ihm auch Aufkleber mit dem Satz Diplomaten statt Granaten überreicht. Er sieht dies als Forderung an Moskau und wird auf Ex dennoch kritisiert. Ja, wunderbar hier. Scholz verrät geheime Informationen. Also, wir hatten diesen Angriff auf eine US-Drohne durch die deutsche Marine. Wir sehen, dass die Briten ganz empört sind, da man hier Geheimnisse verrät. Und ja, man darf sich die Frage stellen, welche Rolle Scholz hier eigentlich spielt. Er hat ja immer noch sein süffisantes Grinsen immer aufgesetzt. Ja, hier nochmal. Deutsche Fregatte greift US-Drohne an. Kanzler veröffentlicht vertrauliche Informationen der Briten. Wir sind sowas von zurück. Nun gut. Ja. Dann gibt es weitere Absagen an Macron. Auch USA und Großbritannien lehnen Bodentruppen in der Ukraine ab. Würde natürlich niemand zugeben, dass da eventuell schon die eine oder andere Präsenz besteht. Und ja, auch die Briten haben es in diesen Tagen wohl nicht ganz leicht. Einen ähnlichen Fall wie ja, unsere Fregatte Hessen bildet da oder der Flugzeugträger Prince of Wales. Er soll Gerüchten zufolge, die in diesem Artikel hier dementiert werden, natürlich verkauft werden. Also geht es auch den Briten beim Budget so ganz, ganz langsam ja, an das Eingemachte. Und auch das eventuell einer der ja, Folgen der selbst eingebauten Entmilitarisierung der NATO und der westlichen Streitkräfte. So, auch die USA werden keine Truppen in die Ukraine schicken, um dort zu kämpfen. Wie gesagt, alles Aussagen, auf die wir uns natürlich 100% verlassen können. Ähnlich wie die von der NATO, dass man ebenfalls nicht plant, hier Truppen in die Ukraine zu schicken. Wie gesagt, wir verlassen uns drauf. Und ja, sind ja auch von Aussagen der Politik noch niemals, niemals enttäuscht worden. So, dann ein kurzer Blick auf die momentanen Bewegungen Richtung Osten. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Bewegungen von ja, Luft- und Bodenstreitkräften, aber auch Seeeinheiten in Richtung Russland. Also geht es um Truppenverlegungen aus Deutschland nach Norwegen, nach Litauen, ja, nach Polen und auch Rumänien. Alles natürlich ja, keinesfalls, um den Russen hier unter Druck zu setzen. Ja, dafür reichen wohl auch die Kapazitäten nicht wirklich aus. Wir erinnern uns an die Aussage von, ich weiß es nicht, wer war es, Gabriel, ist auch egal, wer sich sicher ist, dass Deutschland oder die deutsche Bundeswehr einen Krieg, einen Konflikt mit Russland ungefähr ja, 1 bis 2 Tage überstehen könnte, wenn es um die Ausrüstung, wenn es um die Munition geht. Und dann wäre es eh vorbei.
alles, ja, Richtung Osten bewegt zu haben. So, westliche Soldaten in der Ukraine. Ja, im Prinzip richtig heißt es hier bei der Welt, nichts auszuschließen. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Konflikten beschäftigt hat, sich die letzten Konflikte anschaut, auch den Irakkrieg oder so, es ging immer so los, dass man die Dinge erst dementiert, aber ja, thematisch das natürlich trotzdem in den Raum wirft und immer einen Schritt weitergeht und weitergeht. Und am Ende des Tages, ja, hat man halt dann zurückgeschossen, wie soll man sagen. Und ja, in welche Richtung das hier gehen soll, für die meisten, ich denke, relativ klar. Denn ja, es scheint ja wohl auch der letzte Ausweg zu sein, ein schöner militärischer Konflikt, der hier ja, noch provoziert werden soll. Eventuell am besten noch vor November, um ja, gleichzeitig noch eine Trump-Wahl zu verhindern. So, die Berliner Zeitung geht ja ebenfalls nochmal auf die Frage ein, eventuell schon ein bisschen ketzerisch. Nach Bodentruppenhervorstoß sind westliche Einheiten schon längst in der Ukraine. Wer hätte es gedacht? Die Debatte um NATO-Bodentruppen nimmt nach der Ukraine-Unterstützungskonferenz in Paris Fahrt auf. Ein Bericht sorgt derweil für Aufruhr. Also Dinge, die da schon lange, lange, lange Verschwörungstheorie waren, dürfen inzwischen auch ja ganz langsam im Mainstream verbreitet werden. Und hier heißt es dann noch im Antispiegel: Die Entsendung von NATO-Soldaten in der Ukraine kommt einer Kriegserklärung gleich. Das Ganze eine Aussage des stellvertretenden Sprechers des russischen Föderationsrates, Konstantin Kosatschow. Ja, im Endeffekt kann man das dann auch im Westen durchaus so verstehen. Ja, hier heißt es, der Kreml warnt vor einem Konflikt mit der NATO, wenn die Allianz eben Truppen direkt in die Ukraine schicken würde. Da gab es ja, vorgestern eine Rede zur Lage der Nation, die jährliche Rede von Wladimir Putin, und auch er warnt den Westen vor ja, einem Nuklearkrieg. Putin hat ja, seine Atomwaffen präsentiert, hat sie ja an die Westgrenze Russlands verschoben. Und ja, diese Andeutung eines Atomkriegs wird natürlich im Westen dankend aufgenommen. Und ja, jeder kann nun Putin wieder als einen bösen, bösen Diktator darstellen, der der Welt mit Atomkrieg droht, ohne dass man selber natürlich irgendwelche Schuld daran tragen würde. Ja, es ist, die USA sagen, dass Putins Warnungen für einen Atomkrieg natürlich unverantwortlich seien. Und ja, wie gesagt, hier die Rede von Wladimir Putin. Ja, er hat einiges gesagt, müssen wir uns natürlich jetzt nicht im Einzelnen anschauen. Unter anderem noch einmal klipp und klar, dass Russland Europa nicht angreifen wird. In seinen Worten ist das Unsinn. Aber ja, nichtsdestotrotz bedeutet es ja nicht, dass man das im Westen trotzdem so zusammenfassen kann. Und ja, eine weitere wichtige Aussage von Wladimir Putin. Er sagt hier, ohne ein souveränes und starkes Russland ist eine starke Weltordnung nicht möglich. Und ja, wie gesagt, diejenigen, die sich hier hinter Russland versammelt haben, nämlich ja, alles, was sich nicht westlich nennt, sind sich da wahrscheinlich auch sehr, sehr einig. Nur ja, gewisse Kreise im Westen haben da ein größeres Problem damit. Und auch hier geht Putin eventuell auf einen der Gründe ein. Er sagt hier, oder wie der klar zitiert, der Westen wird kontrolliert von satanischen Pädophilen. Eventuell hat das etwas ja, mit der momentanen Weltlage zu tun. So, ja, dann zurück zur nuklearen Bedrohung. Ein ja, beängstigendes Video zeigt Putin, wie er seine seine nuklearen Raketen, die JAS-Raketen, Raketenwerfer, zusammenzieht, nachdem Schweden hier eben der NATO offiziell beigetreten ist. Und ja, nochmal die Aussage von Putin, ganz klar: strategische Atomstreitkräfte Russlands in voller Bereitschaft. Und ja, er sagt, wir haben die Kapazität, ja, dem Westen entsprechend zu antworten. So, auf der anderen Seite sehen wir, wie nicht nur ja, das britische, das deutsche Militär hier mit Problemchen kämpft, nein, auch die Amis sind wohl etwas unterfinanziert, wenn man das so sagen kann. Ja, es ist die US-Armee wird Tausende von Angestellten entlassen in einem großen ja, Umbruch, um sich für zukünftige Kriege vorzubereiten. Ja, also wir entlassen Leute, um
schlagkräftiger zu sein. Auch das natürlich ein kleiner PR-Gag. So, zurück in Europa, wo sich ein neues Konfliktfeld auftut. Die USA stärken Moldau, der Moldau-Republik, den Rücken, wenn es um ihre Souveränität geht, nachdem hier transnistrische Rebellen bei Russland oder bei Moskau angefragt haben, ob man hier den Schutz Moskaus erhalten könne. Transnistrien bittet offenbar Russland um Schutz. Abtrünnige Region in Moldau. Ja, lange schon befürchtet Moldau eine russische Aggression im Separatistengebiet Transnistrien. Nun werden sich die dortigen Machthaber direkt an Moskau und bitten offenbar um Schutz. Der Kreml bezeichnet dies als Priorität. Also, da deutet sich so ganz, ganz langsam ein kleinerer Flächenbrand an. Moldau sagt, die Aussagen aus Transnistrien sind natürlich Propaganda, wie alles, was die politische Opposition behauptet. Überall ist immer Propaganda. Natürlich gilt es für beide Seiten. Und ja, wie gesagt, Europa, gerade Osteuropa, scheint sich da mehr und mehr in einen Konfliktherd zu verwandeln, also mehr als es eh schon ist. Weißrussische Exilanten bereiten einen Staatsstreich gegen Lukaschenko vor, heißt es hier zum Beispiel bei Politico. Weißrussland natürlich bei vielen auch weiterhin ein Dorn im Auge, weil man sich da ganz, ganz, ganz klar zu Putin bekennt und das möchte man eventuell natürlich nicht. Ja, dann haben wir zwei weitere ehemalige Sowjetrepubliken. Friedensverhandlungen im Bergkarabach-Konflikt gestartet. Ein weiterer Termin, bei dem unsere beliebte Außenministerin Annalena Baerbock glänzen kann. Sie hat ihre Amtskollegen aus Armenien und Aserbaidschan in Berlin empfangen. Die beiden Kaukasusstaaten verhandeln über die Möglichkeit einer friedlichen Lösung im anhaltenden Konflikt um die Region Bergkarabach. Das Ganze in Berlin, obwohl in diesen Tagen stattgefunden. Und ja, wo wir gerade bei den Besuchen sind, Königin Camilla empfängt Zelenskys Frau in London. Ja, es ist nicht der erste Besuch in London, man hätte es gedacht. Olena Zelenska hat auch an der Krönung von König Charles III. Teilgenommen. Man glaubt gar nicht, wie schnell man hier in gewisse Kreise aufsteigen kann. Und ja, auch eine Frau Nawalnaja ist nun in die Fußstapfen ihres Mannes getreten. Sieg ruft nun in einer Rede vom EU-Parlament, ja, kann ja jeder sprechen, vom EU-Parlament, kein Problem, ruft zum Kampf gegen Putin auf. Also auch hier ja, die gleiche Geschichte, die uns hier immer wieder präsentiert wird, wenn mutige Frauen präsentiert werden, um gegen böse Männer vorzugehen. So, und dann eine kleine Karikatur diesbezüglich, wie sich der durchschnittliche Relotierte das Geschehen um Nawalny vorstellt. Er wird gefragt, jetzt Herr Präsident, nein, warten Sie, bis seine Frau am Rednerpult der Münchner Sicherheitskonferenz steht, ist besser. Ja, also auch hier sehr, sehr offensichtlich, wie das westliche Medienkonglomerat agiert und seine Geschichten zusammenreimt. So, dann ja, zu einem etwas tiefergehenden Thema, eventuell ja, zum Pudelskern. CIA in der Ukraine. Ebenfalls hier bei Mainstream von Telepolis präsentiert die Provokation, die Putins Angriffskrieg auslöste. Explosive Enthüllung der New York Times, wir haben schon darüber berichtet. US-Geheimnis kooperiert mit Kiew seit 2014 an der russischen Grenze, trainiert Eliteeinheiten, ein Brandbeschleuniger. Ja, eventuell etwas mehr als ein Brandbeschleuniger, eventuell das zentrale Problem. Ja, CIA. Und allein die Tatsache, dass hier diese Themen nun im Mainstream, auch hier beim Fokus, so transportiert werden, zeigt auch, dass wir uns da in einer Phase des Erkennens befinden. Die CIA hat laut Medienberichten in der Ukraine nahe der russischen Grenze und Medienberichten spricht man hier von der New York Times immerhin, nahe der russischen Grenze mehrere Spionagebasen errichtet. Auch soll der US-Geheimdienst in unterirdischen Bunkern ukrainische Spione ausbilden. Es gibt Bunker in der Ukraine. Auch das eine Sache, die man bis jetzt ja durchaus ignoriert hat. In 12 CIA-Geheimbasen an der russischen Grenze steht das ukrainische Nervenzentrum.
Also sind die Amerikaner doch ein bisschen involviert. Schon natürlich nicht die Armee, sondern nur der Auslandsgeheimdienst, wenn es um den Kampf gegen Russland geht. Interessant auch seit 2014, seit dem Maidan. Wir haben Victoria Nuland und so weiter und so fort. Die Geschichte haben wir uns auch immer wieder bereits angeschaut. Und da ein kleines Archiv. Bildlein am Rande heißt es hier: Alle Kanzler waren IM, also Geheimagenten der CIA. Also ein Artikel aus dem Jahr 1996. Nach Auffassung des SPD-Politikers Egon Bahr waren alle Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl IM der CIA. Das würde sich bei Öffnung geheimer Akten in der Bundesrepublik zeigen, sagte Bahr gestern auf einer Veranstaltung der Berliner Akademie der Künste. Seine 30 Jahre Erfahrungen mit Geheimnissen in Ost und West hätten ihn gelernt. Gelehrt. Es heißt gelernt. Ein Gelernter. Also hätten ihn gelernt, dass alle Kanzler verdeckte Beziehungen zum amerikanischen Geheimdienst gehabt hätten. Ist natürlich mit Helmut Kohl beendet worden. Solche Sachen kann man weder für ja, unsere gute Angela behaupten, noch für einen Olaf Scholz natürlich auch nicht. Und auch Gerhard Schröder hat mit Sicherheit keine guten Beziehungen in den USA. Der hat sich ja dann im späteren Verlauf Richtung Osten orientiert. So, dann. Ja, kann man weitermachen mit der CIA. Anderes Thema natürlich, aber ich denke, das kann man ja unter einen großen Hut zusammenlegen. Hier heißt es, Obamas CIA hatte bei ausländischen Geheimdiensten angefragt, ja, die Trump-Kampagne auszuspionieren. Ist das Machtmissbrauch? Wäre das um Hochverrat? Wer weiß das in diesen Tagen schon, muss natürlich alles eventuell juristisch geklärt werden. So, und dann ja, eine kleine Warnung noch an CIA und FBI. Trump plant hier, CIA und FBI zu reformen, wenn er wieder an der Macht ist. Eventuell auch das eine, ja, klitzekleine Motivation für all diejenigen, die hier verhindern möchten, dass Trump wieder ans Amt kommt. Und ja, auch General Flynn hat etwas zu sagen zu diesem Thema. Er glaubt, also, jetzt. Andersrum. Wenn Sie glauben, dass die CIA hinter diesem vom ukrainischen Geheimdienst geplanten Attentatsversuch auf Tucker Carlson steckt, geben Sie mir einen Daumen hoch. Ich würde denen, die diese Geheimdienste leiten, nichts zutrauen, denn bei allen ist so viel schiefgelaufen. Ja, hat der CIA eventuell versucht, Tucker Carlson, der sich einmal bei der CIA beworben hat, laut Putin, umbringen zu lassen durch eventuell ukrainische Hilfskräfte. Auch das einmal dahingestellt. Und ja, die Offenlegung der Geheimdienste weltweit nimmt auch anderswo an Fahrt auf. Hier heißt es, ihre Deckung ist aufgeflogen. Ein australischer Top-Spion offenbart ein ausländisches Spionagenetzwerk. Hier heißt es, ja, der Chef von Australiens Hauptgeheimdienst sagte am Mittwoch, dass es eine Existenz eines A-Teams, also eines, ja, Spezialistenteams gebe, bestehend aus ausländischen Spionen, das nun für mehrere Jahre es geschafft hat, australische Akademiker, Politiker und Businessmenschen zu rekrutieren und damit Zugang auf sensitives politisches, wirtschaftliches und Verteidigungsmaterial erhalten zu haben. Ja, welche ausländische Nation könnte das wohl sein? Schweden? Ich weiß es nicht. Auch hier kann man, glaube ich, eins und eins zusammenzählen. Nun gut, dann ja, liegt man noch ein bisschen tiefer. Ich habe über die Offenlegung gewisser Geheimdienst, ja, Vorgehensweisen in den Mainstream-Medien gesprochen. Und da gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und kommen, ja, zu der einen oder anderen Loge. Hier heißt es in der Frankfurter Rundschau: Eine Loge und ihre Geschichte. Der jüdische Orden Neibrit spielte bis zum Verbot in der NS-Zeit eine wichtige Rolle in Frankfurt. Ausgerechnet Frankfurt? Fragezeichen. Ein neues Buch und eine Ausstellung zeigen das erstmals. Ja, hier kommen ganz langsam gewisse Themen hier an die Oberfläche, und dazu dieser Artikel von katholisch.de. Hier heißt es: Warnung vor okkulten und esoterischen Praktiken in Freimaurerlogen. Päpstliche Theologenakademie, Kirche und Freimaurerei unvereinbar. Ja, was ist da los? Vor einigen Wochen erst hat der Präsident der päpstlichen Theologenakademie an einer Veranstaltung zur Freimaurerei teilgenommen. Nun äußert sich Bischof Antonio Stagliano ablehnend zum Freimaurertum
und bezeichnet es als Häresie. Ja, kann es sein, dass sich da auch in der Kirche ein gewisser Umschwung abzeichnet? Die Kirche, die katholische Kirche, mehr und mehr gespalten. Und es gab einen kleineren Skandal. Priester beten für den Tod von Franziskus. Erzbistum distanziert sich. Ich bete für den Papst, dass er so schnell wie möglich in den Himmel kommt, heißt es hier. Das Ganze in Spanien geschehen. Und ja, um die Gesundheit von Papst Franziskus macht man sich ja allgemein Sorgen. Werden wir gleich drauf schauen. Zuerst blicken wir nochmal auf das Schisma, das sich da in der katholischen Kirche andeutet. In Deutschland schlägt die Geburtsstunde einer deutschen Nationalkirche. Ja, das Ganze ist schon ein etwas älterer Artikel, aber ja, deutet an, dass sich da weiterhin größere Differenzen zwischen den Deutschen und den ja, italienischen Kirchen oder der italienischen Stimme nicht zwischen dem vatikanischen, der vatikanischen Kirche verstärkt. Ja, und dann haben wir hier eine Meldung. Am morgigen Samstag soll Bundeskanzler Scholz den Papst treffen. Das ja, im Zuge dieser ganzen Diskussion um die Dinge im Hintergrund natürlich auch interessant, gerade mit diesem Schisma, das wir da besprochen haben. Also diese Trennung der deutschen und der vatikanischen Kirche. Und ja, mal schauen, was Olaf vom Papst so alles zu erzählen bekommt. Der, also der Papst, befindet sich allerdings, ja, wie so manch andere in diesen Tagen, in einer kritischen gesundheitlichen Situation. Der Papst wurde nach seiner Generalaudienz ins Krankenhaus eingeliefert, leidet wohl an einer Grippe. Und ja, das kann man natürlich separiert von allen anderen weltlichen Geschehnissen betrachten. Allerdings, ja, ich bin immer wieder auf die drei Säulen eingegangen, die ja seit geraumer Zeit die Welt regieren, also Vatikan, City of London und Washington DC. Und da sehen wir in den letzten Tagen, also gerade in der letzten Woche, durchaus einige spektakuläre Veränderungen. Also wir haben mal den kritischen Gesundheitszustand des Papstes. Wir sehen, dass in Washington DC Joe Biden ja mal wieder ins Krankenhaus, Walter Reed Krankenhaus, eingeliefert wurde, um ja hier seinen körperlichen Gesundheitszustand zu testen. Keine Angst, sein kognitiver Zustand wurde nicht untersucht, war nicht nötig, sagt der Doktor des Weißen Hauses, auch wenn Donald Trump hier erneut gefordert hat, dass Biden hier einen kognitiven, also einen ja, Auffassungstest machen muss, um auch seine psychische Gesundheit abklären zu lassen, ob er, berühmte amerikanische Worte, ready to serve ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ja, das Alter wird es auch beim kommenden Wahlkampf eine Rolle spielen, falls tja, Joe Biden überhaupt antritt, beziehungsweise falls die Wahl in dieser Form überhaupt stattfinden wird. Und hier heißt es nochmal, also nicht ready to serve, sondern Biden ist fit for duty, also ja, fit genug, seine Pflicht zu erfüllen, sagt der Doktor nach diesem jährlichen medizinischen Test. Ja. Werden wir gleich zwei, drei Bilder wieder sehen von Sleepy Joe. Ja, dann ist Mitch McConnell zurückgetreten als republikanischer Führer des US-Senates, wird das Ganze im November tun. Also ein weiterer, ja, älterer Herr, der hier eventuell recht symbolisch Lebewohl sagt. Also wir hatten jetzt den Vatikan, wir haben Washington DC und ja, wir haben weitere ja, Protagonisten aus den Königshäusern, die sich da in einer gewissen, ja, problematischen Situation befunden. Während dem Urlaub in Malaysia König Harald V. Aus Norwegen, wenn mich nicht alles täuscht, liegt im Krankenhaus. Und da gibt es mehrere, wie gesagt, Vorkommnisse jetzt in den letzten Jahren. Hier mit einem völlig unpassenden Tweet über den Tod von Lord Jacob Rothschild. Und ja, nach dessen Tod jetzt am Wochenende wurde auch bekannt, dass Thomas Kingston, der Ex-Freund von Pippa Middleton, ja, Schwester von Kate und jetziger Ehemann von Lady Gabriella, im Alter von 45 Jahren gestorben ist. Die königliche Familie ist in einem großen Schock und auch hier eine Betrachtung von Ex, von Shadow of Eswar. Prinz Michael von Kent ist einer der ranghöchsten Freimaurer der Welt. Sein Schwiegersohn wurde nun im Alter von 45 Jahren unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden.
Ja, sein Schwiegersohn war bei einem Unternehmen namens Voltan Capital Management beschäftigt. In der Maya-Mythologie galt Voltan als Maya-Gott der Menschenopfer. Menschenopfer waren Teil der mit ihm verbundenen Rituale. Muss also nicht alles nichts bedeuten. Dass hier diese ja, Todesfälle, Krankheitsfälle sehr gebündelt herkommen in den letzten Tagen. Sei mal dahingestellt. Ja, dann gibt es Verschwörungstheorien um die Gesundheit von Kate Middleton. Auch Prinz Charles ist ja durch seine Krebserkrankung schwer beschädigt. Also ihr seht, wie hier eventuell ja, gewisse royale Konstrukte sehr, sehr schnell abgebaut werden. Verlust von Polizeischutz heißt es ja aus den Vereinigten Staaten. Prinz Harry verliert vor Gericht die Fassung. Auch Trump hat ja schon angekündigt, dass er nicht mehr unter seinem Schutz stehen wird. Und ja, wo wir beim britischen Königshaus waren, hier heißt es, die Tragödie. Für Dodi Fayeds ehemalige Geliebte, da ihre Tochter an dem 38. Geburtstag tot aufgefunden wurde. Dodi Fayed, ja, der letzte Freund von ja, Lady Diana. Hat alles natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. So, und auch in Kanada sehen wir einen Todesfall, allerdings durchaus schon fortgeschrittenen Alter. Der ehemalige kanadische Premierminister Brian Mulroney ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Ja, so könnte man weitermachen. Bei dieser ganzen elitären Clique, ich nenne es mal so, hat natürlich auch Disney eine Rolle zu spielen. Disney ja eventuell verantwortlich für ja, gewisse Weltbilder, die uns da seit ja, frühester Kindheit präsentiert werden. Und ja, nun muss einer der Top-CEOs von Disney ebenfalls seinen Posten räumen. Nicht der einzige CEO, den wir heute noch hören werden. So, damit bleiben wir ja in gewissen Thematiken hängen. Hier eine Story rund um P. Diddy. Ein P. Diddys jüngster Klage wird angeblich angenommen, dass Puff Daddy überall in seinem Haus Kameras in einem Erpressungs-Honeypot im Stil von Jeffrey Epstein versteckt hat. Sho Combs, also Puff Daddy, P. Diddy, Sho Combs, eine Person, wird außerdem der Handel mit minderjährigen Frauen vorgeworfen. In dieser Klage wird auch behauptet, dass Young Miami, Diddys Freundin und City Girls Rapperin, am Menschenhandel beteiligt sei und den Produzenten zusammen mit ihrer Cousine sexuell missbraucht habe. Die Fotos sind unten aufgeführt. Diddy hat angeblich Aufnahmen von Musikmanagern, Spitzensportlern, Politikern und so weiter gemacht. In diesen Aufnahmen hat Diddy angeblich kompromittierende Sexvideos von vielen Menschen aufgenommen, die ohne Zustimmung von Stevie J produziert wurden. Es ist erwähnenswert, dass Young Miami am 13. Dezember 2022 einen Tweet gepostet hat, der immer noch aktiv ist und dem es heißt, wenn ich gewollt hätte, ja, muss ich jetzt nicht so sagen. Also, es scheint wohl so, dass PDD da auch einiges an Druck ausgeübt hat. Ähnlich wie es ja, Jeffrey Epstein wohl beim einen oder anderen Prominenten getan hat. Und auch im Fall Jeffrey Epstein gibt es da eine neue Wendung. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat nun ein Gesetz unterzeichnet, das einen großen potenziellen Einfluss auf den Epstein-Fall haben könnte. Und zwar sollen hier Akten aus dem Jahr 2006 veröffentlicht werden. Ja, wir werden sehen, ob hier mal der ein oder andere Name dann erwähnt werden wird. Ja, wir bleiben beim Thema Verdacht auf Kinderpornografie, Hausdurchsuchungen. In Bayern, in Dresden wurde ein Polizist wegen Kinderpornos verurteilt. Also auch hier zeigt sich jedes Mal wieder durch diese berühmten Einzelmeldungen, dass hier eventuell ja ein systemisches Gesellschaftsbild zu erkennen ist. Und ja, da kommen wir natürlich auch richtig schnell zu Themen wie Planned Parenthood zum Beispiel. Ja, es ist ein Staatsanwalt in Missouri, verklagt Planned Parenthood dafür, Minderjährige gehandelt zu haben, um ja, Abtreibungen außerhalb des Staates durchführen zu können. Und ja, dazu noch eine Studie zum Missbrauch bei den Pfadfindern. Dutzende Fälle sexualisierter Gewalt bei den Pfadfindern und das mit Sicherheit nicht nur in Deutschland. Also immer wieder sind es auch die Institutionen, die Kirchen und so weiter und so fort, die hier gewissen Vorwürfen natürlich ausgesetzt sind.
So, damit ja, zurück in die Vereinigten Staaten. Ein Richter blockiert nun ein Gesetz in Texas, das der Polizei große Macht gegeben hätte, hier Migranten zu verhaften, die illegal in die USA ja, eingewandert sind. Also Texas führt hier seinen Kampf gegen illegale Migration fort und wird von Richtern des Bundes immer wieder daran gehindert. Also man sieht hier, dass ein Interessenkonflikt besteht zwischen vielen Bundesstaaten und der Agenda, die die Biden-Administration fährt. Und hier heißt es, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses sagt, dass eine Reform der US-Grenze eine größere Priorität hat als die Hilfe an die Ukraine. Auch das ist natürlich eine Sache des Blickwinkels. Ich denke, das sieht Joe Biden anders. Und hier heißt es dann, ja, Panamas Ex-Grenzschutzchef sagt, die UNO steckt hinter dem Chaos an der US-Grenze zu Mexiko. Auch hier kann sich jeder, denke ich, mit entsprechender ja, Bildung in den letzten Jahren ein eigenes Bild machen, wieso ausgerechnet die UNO daran interessiert sein könnte, dass hier Amerika ja, einen Migrationszuwachs erfährt. Ich denke, das sind ähnliche Geschichten, wie man es in Europa feststellen kann. So, da sind Biden und Trump gestern an die US-Südgrenze gereist, um ja, hier natürlich auch ein bisschen Wahlkampf zu machen. Und ja, Biden erneut wieder, wie er lebt und lebt, er kriecht an der, an Grenze entlang, können wir uns kurz anschauen hier ein bisschen. Und ja, gibt den rüstigen alten Mann, der hier seine Arme nicht mehr wirklich bewegen kann. Also auch hier mal wieder pure Vorstellung, Vorführung von ja, dem mächtigsten Mann der Welt, wie er immer wieder genannt wird. So, hat natürlich nichts mit dem Widerstand Texas gegen ja, gewisse Migrationspläne der US-Regierung zu tun. Kann natürlich nichts zu tun haben, weil ja auch hier natürlich ja, Waldbrände oder Buschbrände sich ausschließlich natürlich fortpflanzen bzw. natürlich entstehen. In Texas sind große Teile in Feuer aufgegangen. Hier wird vom zweitgrößten Waldbrand in der texanischen Geschichte gesprochen. Ja, und es war sogar nötig, ein Atomkraftwerk, nein, kein Atomkraftwerk, sondern eine Fabrik zu schließen, wo Nuklearwaffen hergestellt werden. Die, das Smokers Creek Fire im Panhandle in Texas hat geschätzt 500.000 Acker vernichtet und ist zu 0% eingedämmt. Also ganz böse Verschwörungstheoretiker würden ja behaupten, dass es einen Zusammenhang gäbe. Auch hier macht sich natürlich die eigene Nase. Ich habe gehört, auch in Texas streicht der ein oder andere schon sein Dach blau an. So, wir bleiben bei den Waldbränden. CO2-Ausstoß durch Waldbrände auf Höchststand, das ganze Südamerika und vor allem Brasilien, sind es fast 3000 Feuer im Amazonas im Februar. Das ist ein neuer Rekord. Natürlich auch hier viel ja, gelegt, um Land zu roden. So, ich war gerade bei der blauen Farbe. Bringt mich zu diesem Artikel hier. Ein Tech-Milliardär kauft still und leise Land in Hawaii und keiner weiß wieso. Wir erinnern uns an die Brände in Hawaii, Zerstörungen von großen Teilen der Inseln. So, damit ein nächster Sprung. Wir ja, bleiben allerdings bei Zerstörung, ja, in diesem Fall der Menschen. Und ja, nicht vergessen, es geht um ihre Gesundheit. Hier heißt es, ein kanadische Ärzte empfehlen einer Frau, die durch die Covid-Impfung gelähmt wurde, ja, das ist doch einfach, sich einfach euthanasieren zu lassen, um ja, den Ganzen einen Schlussstrich zu setzen. Ja, wie zynisch in diesen Tagen argumentiert wird. Auch das wird den Menschen natürlich mehr und mehr gezeigt. Wir blicken auf einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Freispruch für Heimleitung nach 17 Corona-Toten. Ja, wegen eines Corona-Ausbruchs mit 17 Toten in einem hessischen Altenheim mussten sich leitende Mitarbeiter vor Gericht verantworten. Die Richter sehen bei ihnen kein Fehlverhalten. Wir werden sehen, ob andere Richter bei anderen Fällen Fehlverhalten feststellen werden. Es gibt durchaus ein gewisses Potenzial, wie ich finde.
Und ja, hier spricht eine Ärztin über Corona-Spätfolden. Kinder mit Long-Covid sind teilweise kränker als Krebspatienten. Dass Long-Covid ein Synonym ist für, ja, ich habe gewisse Inkidenzen nicht ganz so gut vertragen, sollte in diesen Tagen wohl auch kein großes Geheimnis mehr sein. Und hier heißt es, durch eine AOK-Erhebung, hohe Ausfallzeiten durch Post- und Long-Covid. Ja. Beschäftigte mit Long-Covid oder Post-Covid fehlen oft lange am Arbeitsplatz. Das zeigen Ergebnisse einer aktuellen Studie der Krankenkasse AOK. Ja, die Zahl der Kranken ging zuletzt aber zurück. Eventuell, ja, führen Erkrankungen auch teilweise dann zu einem, ja, Ende, wie wir auch immer wieder leider, leider sehen. Und immer wieder, ja, auch bei Sportlern feststellen müssen. Wie gesagt, man kann natürlich nicht bei jedem Einzelnen sagen, an was es wirklich gelegen hat. Aber diese allgemeine Erhöhung der Sterberate, die ja, unwidersprochen ist, ich denke, da sind wir uns alle einig, fällt in den letzten Wochen vor allem auch immer wieder mehr und mehr auf. Ex-Starbucks-Springer stirbt mit 39 Jahren an tückischer Krankheit. Ja, hat wie gesagt alles nichts mit irgendetwas zu tun. Ein ehemaliger NFL-Spieler, Craig Rowe, ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Dann haben wir den Sohn des Schauspielers Gary Sinise, McKenna. Sinise ist im Alter von 33 Jahren ebenfalls gestorben. Hier eine seltene Krebsform. Und ein ehemaliger Wrestler, Virgil, ist im Alter von 61 Jahren nun ebenfalls an ja, einem Schlaganfall gestorben. So, mehr und mehr Stars müssen auch ebenfalls ihre der Tätigkeit einschränken. Berühmtester Fall, da wohl Celine Dion, aber nun erwischt es auch Adele. Sie verschiebt ihren Auftritt in Vegas wegen Gesundheits-Issues, was immer so schön heißt. Ich habe keine Chance oder keine Wahl, hier aufzutreten. Ja, auch in Deutschland ähnliches. Sat.1-Star Marco Riemer muss notoperiert werden. Ja, gesundheitliche Probleme, Herzprobleme, also auch hier, ja. Irgendwas ist da im Gange, mag der ein oder andere so ganz, ganz langsam nun selbst feststellen. So, erneut ein Blick nach Australien. Hier heißt es, die Covid-Impfpflicht war ungesetzmäßig in Queensland, also für die Notfalldienste in Queensland hat nun ein Gericht entschieden. Also auch hier wird mehr und mehr peu à peu aufgearbeitet. Ja, und aus irgendeinem Grund werden in Japan oder sind in Japan neue Geburten mit einem Niedrigstand, Rekordniedrigstand zu verzeichnen. Und ja, das führt dazu, dass in Japan die Bevölkerung natürlich nach unten geht. Ja, schreit natürlich auch nach einer gewissen ja, Einwanderung. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. So, von Japan blickt man nach Indien. Indien stellt Astronauten für Weltraumflug vor. Aufstieg zur Raumfahrtnation. Ihr muss schon grinsen. Ja, die NASA hat, oder ein Raumschiff der NASA ist wohl fast in einen russischen Satelliten gekracht und es hätte ein größeres Desaster ergeben. Und ja, die Konfliktzone erstreckt sich mehr und mehr auch auf das, was da unter der Kuppel so stattfinden darf. Ja, es ist ein Space Force General warnt vor einem Fenster der Verletzlichkeit in der Verteidigung der Satelliten. Die USA wiederum werden für die Chinesen die größte Bedrohung zur Sicherheit im Weltall. Also ihr merkt schon, da kommen gewisse Themen auf. Und ja, wo wir gerade bei China sind, auch hier interessant. Die USA untersuchen technische Risiken aus China, da chinesische Autos eventuell miteinander verbunden sein könnten. Connected Vehicles. Auch das ganz interessant. Und ja, dann haben wir noch ein UFO in der ukrainischen Kriegszone. Ja, wer auch immer in der Ukraine dann inzwischen alles so mitmischt. Ja. Ist noch Russland, wo wir gerade bei den Autos waren, wird die Erdölexporte für 6 Monate nun verbieten. Eventuell braucht man da wieder eine gewisse strategische Reserve. Ihr wisst, da ja, muss man sich in Moskau eventuell auf das eine oder andere
aus dem Besten vorbereiten. Auch das wird man alles sehen. Und ja, wo wir gerade beim Benzin waren, ein Blick nach Kuba, wo die 500-prozentige, also die Verfünffachung des Benzinpreises, nun am heutigen Freitag, 1. März, in ja, Kraft tritt. Und wenn man weiß, wie schlecht es den Kubanern eh schon geht, wie immobil man dort ist, der ja, kann sich nur wundern, wie leidensfähig ein Volk ist, ohne da wirklich aufzubegehren. So, ja, machen wir eine kleine Reise um die Welt. In Burkina Faso sind 15 Menschen bei einer Attacke auf eine katholische Kirche umgekommen. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich will hier nicht zynisch werden, aber auch hier sieht man natürlich wieder das A. Gerade Kirchen immer wieder als Ziel von Angriffen gelten, aus irgendeinem Grund. Und natürlich dann, ja, die Christen, also auch weltweit wohl, sind die eventuell am meisten verfolgt werden. Und das lässt sich inzwischen ja leider nicht nur in Afrika feststellen, sondern auch mehr und mehr im sogenannten Wertewesten. Ja, die spanische Polizei fasst Kopf der Mokro-Mafia, Schlag gegen den Kokainhandel, auch das sehen wir immer wieder am Hashtag Zugriff. In Holland wurde ein ja, Drogenmafia-Boss zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ja, hier heißt es dann, es ging um Milliarden, EU-Behörden zerschlagen, internationalen Geldwäschering. Ja. Pö. Pö. Nun gut. Damit, ja, kommen wir zur nächsten Verhaftung. Auch in Deutschland spektakulär ist ja, geschehen in den letzten Tagen ein RAF-Krimi. Zeichne ich es ab. Schwere Kriegswaffen im Haus von RAF-Terroristen in Berlin gefunden. Ja, RAF-Terroristin Daniel Klette wurde am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Klassisch. Offenbar führten Fingerabdrücke zu ihrer Identifizierung. In ihrer Wohnung fanden Zielfahnder aus Niedersachsen Munition. Ja, alle aktuellen Entwicklungen drin im News-Ticker. Also, man macht jetzt dieses Fass der RAF nochmal auf. Da gab es vor wenigen Tagen, letzte Woche erst, diesen vermeintlichen RAF-Mann, der dann doch keiner war, in einem Zug. Hat man irgendwas. Und nun, ja, nimmt man hier wohl die alte Garde hoch. Granate und Kalaschnikow bei RAF-Terroristen gefunden. Polizei vermutet Komplizen ebenfalls in Berlin. Also hier geht es um die RAF-Terroristen Gabig und Staub, die eventuell ebenfalls noch in der Hauptstadt befindlich sind. So, ehemalige RAF-RG sicher. Da war über Jahrzehnte massive Hilfe im Spiel. Nein, gab es Hilfe für RAF-Terroristen innerhalb des besten Deutschland aller Zeiten. Klaus Pfleger gilt als einer der bekanntesten Ermittler in Deutschland, also führende RAF-Jäger. Die Festnahme der ehemaligen Terroristin Daniel Klette erfüllt ihn mit großer Genugtuung. Gleichzeitig äußert Pfleger einen ungeheuren Verdacht. Was hat er genau gesagt? Im Gegensatz zu ihren Vorgängern blieb die dritte Generation über Jahrzehnte hinweg ein Phantom. Die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte mutmaßliche. Und hier sagt er weiter: Meiner Überzeugung nach müssen Unterstützer ihnen geholfen haben. Und wer das sein könnte, ja, lässt sich natürlich nur erahnen. Hier heißt es: RAF-Terroristin tanzte auf dem Karneval der Kulturen. Also, ja, Hauptsache bunt, obwohl auch hier. Und hier ist es dann: ARD-Journalisten waren Klette bereits im vergangenen Jahr auf den Fersen, gaben ihre Informationen aber nicht an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Begründung: Der Podcast sei frei zugänglich. Super. Ja, mit dem NDR ist die öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalt an der Produktion des Podcasts beteiligt, die auch die Tagesschau produziert. Ja, ARD-Reporter gaben Informationen über RAF-Terroristen nicht an Polizei weiter. Hat natürlich gerade in diesen Tagen ein ganz, ganz leichtes Geschmäckle, will ich mal sagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Kampf gegen rechts weiterhin das Wichtigste, was wir hier in Deutschland zu erledigen haben. Kampf gegen rechts. Olaf Scholz wird Antifa-nahe Organisationen mit Bundesgeldern unterstützen. Ja, ganz neue Geschichte, dass hier solche eher linksorientierten Organisationen staatlich finanziert werden, also mit Steuergeld finanziert werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass es rechts der Mitte nicht allzu kritisch wird. Bauern heißt es hier, wegen anti-grünen Plakat, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Volksverhetzung, wegen Volksverhetzung.
Ein brandenburgischer Bauer stellt auf seinem Grundstück ein Plakat auf. Grüne und Grünwähler werden bei uns nicht mehr bedient. Vor kurzem beschlagnahmte die Polizei das Plakat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Volksverhetzung. Nur um nochmal klarzustellen, wie hier die Prioritäten weiter liegen. Wo noch bei Olaf Scholz waren. Staranwalt Hanno Berger scheitert am Bundesverfassungsgericht. Ja, muss für 8 Jahre ins Gefängnis, gilt als das Mastermind in der Cum-Ex-Affäre. Und ja, damit kommen wir zu all den Dingen, die in Deutschland weiterhin keine Gefahr darstellen, zumindest nicht großflächig. Innere Sicherheit. Kriminalität an Bahnhöfen in Baden-Württemberg steigt deutlich. Könnte es mit irgendetwas zu tun haben? Ich denke nicht. Viel wichtiger ist wohl, dass wir uns weiterhin für eine bunte Gesellschaft einsetzen. Und ja, auch diese ist natürlich bedroht. Zahl der gemeldeten queerfeindlichen Vorfälle verdoppelt sich. Von 29 auf 51. Wie gesagt, wir müssen weiter die wichtigen Dinge priorisieren. Mary Poppins ist nicht mehr jugendfrei. Kinder sollten den Film nur noch schauen, wenn Erwachsene dabei sind, sagt die britische Medienaufsicht. Sie moniert diskriminierende Sprache. Gemeint ist der Begriff Hottentotten, der im Film zweimal auftaucht. Oh mein Gott. Wie gesagt, am besten gleich löschen das Ganze. Und ja, anderswo wird das Ganze schon etwas anders gesehen. Präsident Milei verbietet Gendern in Behörden. Wie gesagt, die reichen sich ja auch die Schenkelklopfer gegeneinander hin und her. Also Milei und auch Lula hier in Brasilien schwer zu kontrollieren. So scheint es zumindest. In Ghana hat das Parlament ebenfalls ein LGBTQ-Gesetz verabschiedet. Und ja, so gehen die Meinungen weltweit auseinander. Zurück zum Kampf gegen rechts. Im Landgericht Hamburg gab es da jetzt ein Urteil. Korrektiv muss Falschbehauptung unterlassen. Einstweilige Verfügung gegen die Medienplattform Korrektiv. Rechtliche Auseinandersetzung geht wohl weiter. Also, eine Aussage, die hier Milliarden von Deutschen auf die Straße gegen rechts getrieben hat. Und das Ganze war im Endeffekt alles erschwindelt. Gibt es eine Entschuldigung? Gibt es irgendwie ein Zurückrudern? Gibt es irgendwas? Natürlich nicht. Ich habe gestern irgendwo einen Spruch gehört. Wenn man erstmal mit genug Dreck geschmissen hat, bleibt das ein oder andere schon kleben. Und ja, bleiben bei der journalistischen Wahrheit. Justiz ermittelte wegen Tagesschau-Fakes. Demonstration in Dresden, was ist da passiert? Mit KI erstellte Audiodateien von Tagesschau-Sprechern wurden auf Demonstrationen in Dresden gespielt. Sie erweckten den Eindruck, die Tagesschau entschuldigte sich für angebliche Lügen. Und dann die Justiz in der Tagesschau wird sich natürlich nicht mehr entschuldigen. Ja. Könnte sowas annehmen. So, ARD streicht Baldi aus dem Programm, weil er für News arbeitet. Natürlich nicht. Wie gesagt, man muss sich ganz klar positionieren und Konsequenzen errechnen. So, ich erwähne es immer wieder, größte Gefahr 2024, die Desinformation weltweit, da sind wir uns alle einig. Desinformation im Netz, Menschen in Deutschland sind beunruhigt. In Deutschland wächst die Sorge vor Desinformationskampagnen und der Verbreitung von Fake News. Laut einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung sehen 84% der Befragten darin ein ernstes Problem für die Gesellschaft. Ja, ab und zu schreiben sich die Meldungen einfach selber. Wunderbar. Und ja, hier zum Hass im Netz. Gott sei Dank ist es möglich. Na klar können wir das Internet kontrollieren, heißt es hier von der promovierten Kommunikationswissenschaftlerin Eva Flecken. Sie will den Hass im Web in Deutschland ahnden. Ja. Wunderbare Sache. Auch hier stellt sich natürlich durchaus das ein oder andere Mal die Frage, wer denn definiert, was denn Hass ist und ja, was nicht. Da ist man in Kanada eventuell schon einen Schritt weiter. Kanada plant lebenslange Haft für Hasspostings. Kanadas Regierung hat 7 Online-Übel ausgemacht. 3 neue Behörden, viele Vorschriften und sogar lebenslange Haft sollen sie bekämpfen. Ja, anscheinend hat man in Kanada ebenfalls die Zeichen der Zeit erkannt und möchte zu guter Letzt hier das Unvermeidliche noch verhindern. Hat hier ein neues Gesetz eben in Kraft gesetzt zum Technologiefirmen anleiten soll, hier harmful, also schädlichen Content online zu entfernen.
Kanada natürlich weiterhin ein Hort der So, ähnlich sieht es natürlich in Deutschland aus. Ja, auch wenn Laschet hier bei einem schleichenden Ende der Demokratie warnt, hat natürlich ja nur mit der AfD zu tun. CDU-Politiker Laschet hat sich an die Seite der Demonstranten gegen Rechtsextremismus und die AfD gestellt. Die Proteste seien ein ermutigendes Signal, die AfD sei nicht die NSDAP, könne bei Regierungsverantwortung aber auf Sicherheitsbehörden zugreifen. Das muss man natürlich verhindern, nicht dass hier ja, die Sicherheitsbehörden noch gegen diejenigen eingesetzt werden, die und so weiter und so fort. So, und dann, ja, gibt es inzwischen sogar schon Demokratieschulungen in Unternehmen, die sehr begehrt sind anscheinend. Mit BC4D, einem Business Council for Democracy, können Unternehmen ihre Mitarbeiter in Medienkompetenz und Demokratie schulen. Die angebotenen Kurse sind zunehmend begehrt. Ja, auch das ist natürlich eine wunderbare Sache. Nicht, dass hier jemand über ja, eigene Gedanken zu einem Demokratieverständnis kommt. Nein, das muss natürlich entsprechend begleitet werden. Nicht, dass es hier noch zu falschen Ergebnissen kommt. So, und ja, willkommen in der Demokratie, werden sich auch die Eltern eines AfD-Politikers gedacht haben, der Opfer eines oder die Opfer eines Anschlags geworden sind, das Ganze in Leipzig. Sie nehmen auch die Eltern ins Visier, es ist hier Linksextremisten, fügen einen verheerenden Brandanschlag auf ein Auto der Mutter eines Leipziger AfD-Politikers. Ja, und sie sprühen eine Parole. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt auch als Gefahr gewertet wird oder ob das Teil des Ganzen ist, was man hier für gut heißt. Ich ja, möchte hier natürlich auch, dass sich jeder selbst seine Gedanken machen kann. Ja, und ja, ist es, falls Verfassungsschutzpartei neu bewertet, der Deutsche Journalistenverband denkt über AfD-Hinweise nach. Unübersehbare Hinweise auf Artikeln zur AfD, wie bei Zigarettenschachteln. Solche Überlegungen beinhalten eine andere Gefahr. Also wir reden hier über den Deutschen Journalistenverband, der ja eigentlich neutral agieren sollte, zumindest ja in der naiven Theorie. So, und wie weit die Demokratie im besten Deutschland aller Zeiten gekommen ist, fällt in der Zwischenzeit ja auch der Berliner Zeitung mehr und mehr auf. Burggraben vor dem Reichstag. Ein törichtes Projekt, das Angriffe hinaufbeschwört. Der Bundestag soll mit mittelalterlichen Methoden geschützt werden. Einen 150 langen und 200 Meter breiten und tiefen Graben. Er wird unsere Demokratie beschädigen. Böse Zungen behaupten auch hier, dass es ja schon länger eh der Fall ist und der Graben hier ja nicht mehr das Kraut fett macht. So, und dann heißt es hier, Deutschland geht unter und die Deutschen schweigen. Ja, sie schweigen oder sie ja, reisen aus. Kurs auf 50% Abgaben, Studie prophezeit Massenexodus der Jungen. Ja, die einen Jungen kommen rein, die anderen gehen raus. Ist es ein Austausch? Sei mal dahingestellt. Wenn es ein Austausch ist, beruht er natürlich nicht auf irgendwelchen ja, Plänen, die da vor Jahrzehnten schon ausgearbeitet wurden. So, ja. Jetzt jeder vierte Berliner ohne deutschen Pass, das geht ja noch, hätte ich mir eigentlich eh schon ja, schlimmer vorbestellt. ja, muslimische Schüler versuchten Scharia an ihrer Gesamtschule durchzusetzen. Auch das Meldungen, die wir nicht zum ersten Mal hören. Mehr und mehr scheint man sich hier ja, auszubreiten. Und da natürlich ja die Wahl zu Miss Germany ein. Ja, ein Aufreger für viele. Ich finde es halb so tragisch. Man darf sich die Frage stellen, wenn Äußerlichkeiten und von mir aus auch Oberflächlichkeiten irgendwo eine Rolle spielen dürfen und auch sollen, dann doch wohl bei der Wahl einer Schönheitskönigin. Und wenn hier darauf gepocht wird, dass ja hier Mehrwerte natürlich dahinter stecken und dass man hier Frauen auch fördern will, die eben nicht nur äußerliche Stärken haben, sondern auch ein gutes Herz und sich für die Gesellschaft einsetzen und so weiter und so fort, dann gibt es da doch genug andere Preise auch. Ich denke, hier geht es darum, ja, ein gewisses Schönheitsbild zu transportieren und damit werden natürlich auch kulturelle ja, Gegebenheiten mit transportiert. Also eine Miss El Salvador wird wie eine Mittelamerikanerin ausschauen, eine Miss Nigeria wird wahrscheinlich schwarze Hautfarbe haben und ja, eine Miss Germany ist in vielen, vielen Fällen blond. Und ja, dass hier natürlich diese natürlichen Gegebenheiten
torpediert werden, sollte den meisten klar sein. Und ja, dann kommt noch dazu, dass sich viele, auch Frauen hier natürlich, beleidigt fühlen, da man hier, ja, also mir ist es völlig wurscht. Wie gesagt, ich finde diese Frau auch nicht unbedingt unhässlich. Ah, nicht hässlich, klarerweise. Das ist eine, im Großen und Ganzen eine hübsche Frau. Aber ja, das Ganze, was da mit transportiert wird, ist natürlich etwas, was genau in den momentanen Zeitgeist passt, nämlich ja, zu provozieren. Und das steht in meinen Augen im Vordergrund. Und ja, man hat auch jemanden gefunden, der da aktiv mitmacht. Berliner Miss Germany meldet sich zu Wort. Ja, das Netz ist voller Hass und damit schürt man natürlich genau die Ressentiments noch mehr. Apame Schönauer reagiert auf Anfeindungen und hält Schützenhilfe von einer anderen Berliner Finalistin. Der Kulturkampf um Misswettbewerbe tobt auch anderswo. Ja, wie gesagt, meines Erachtens nicht das größte Problem, was wir haben, aber mal wieder sinnbildlich dafür, wie penetrant hier agiert wird, um ja nicht einmal irgendetwas, was tatsächlich als ganz normal, deutsch, blond, wie auch immer, bezeichnet werden kann, ja, in die Medien zu bringen. Großes Thema, oder kleines Thema, das groß gemacht wird, besser gesagt. Ich, ja, man kann sich über Schönheitswettbewerbe sowieso grundsätzlich unterhalten, aber wenn man denn sich, auf die Fahnen schreibt, die schönste Frau Deutschlands oder Brasiliens oder wie auch immer zu wählen, dann sollte man eventuell auch nach, ja, gewissen Kriterien vorgehen und hier nicht erneut mal wieder ideologisch vorgehen. Wie gesagt, alles nicht so wichtig. Hier nochmal Ihre Aussage müssen wir uns auch nicht anhören. Ja, hier heißt es, auch aus den Vereinigten Staaten betrachtet. Miss Deutschland ist verärgert, weil alle sagen, sie sei eine Wahl für Diversität und sie ist in Wirklichkeit keine Deutsche. Zu sagen, dass es Millionen deutscher Frauen gibt, die schöner und repräsentativer sind als sie, ist kein Hass, Neid oder Rassismus. Es geht einfach darum, die Wahrheit zu sagen. Selbst im Vergleich zu iranischen Frauen würde sie nicht gewinnen. Ja, wie gesagt, Äußerlichkeiten, auf die jetzt da wieder mal ganz, ganz großen Wert gelegt werden. Aber ja, wie gesagt, für mich weiterhin große Provokation. Nun gut, wir kommen zurück zum Thema der Bereicherung. Mann 21 sticht Grundschüler nieder. Die schleppen sich blutend zur Schule zurück. Ja, nahe einer Grundschule nähe Duisburg soll ein 21-jähriger Mann natürlich einen Schüler und eine Schülerin niedergestochen und dadurch schwer verletzt haben. Die beiden Kinder schleppten sich danach zurück zur Schule, wo eine Lehrerin den Notruf wählte. Ja, alles. Ja, Einzelmeldungen täglicher Natur. Und hat auch nichts mit einer gewissen Straffreiheit zu tun. Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung wirft Licht auf eine Justizpraxis, die in der Öffentlichkeit für Unverständnis sorgt. Ein Großteil der Täter erhält Strafen, die weit unter dem möglichen Strafmaß liegen. 88% der Vergewaltiger kommen mit geringem Strafmaß davon. Und dazu haben wir dann gleich noch was aus Österreich. Von einer Jugendbande heißt es hier, Mädchen 12 Jahre monatelang vergewaltigt. Eine 12-Jährige soll über mehrere Monate von Teenagern vergewaltigt worden sein. Ihr merkt es, Jugendbande, Teenager, so die Darstellung hier. Nun werden die mutmaßlichen Täter festgenommen, allerdings wurden sie auch schon wieder freigelassen. Hier hat alles ja, kein System natürlich. Und in Großbritannien gab es Aufsehen, hier heißt es, ein Minister der Labour-Partei sagt, Millionen von weißen Männern schlagen oder ermorden Frauen in Großbritannien jede Woche. Ja, es sind nicht nur Männer, es sind vor allem die weißen Männer, die hier weiterhin ein Problem sind. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. So, ja, und dann eine Meldung wie diese hier. Erinnert an 2015, UNHCR warnt von neuer Flüchtlingswelle nach Europa. Ja, das Ganze im Osten, also die üblichen Länder, hat man hier mal, ja, eine Frau mit dem Kind auch mit auf dem Bild. So, dann haben wir hier Cum-Ex, ist mal reingerutscht. Die steuerliche Verniedlichung der Clankriminalität muss aufhören, heißt es hier. Laut einer teuren Studie soll die Gesellschaft an der Kriminalität einiger arabischer Großfamilien schuld sein. Weil Deutschland rassistisch sei, ganz klar.
Es führt in die Irre, denn die Wurzel des Problems liegt in der kopflosen Migrationspolitik. Hier mal wieder ein bisschen Westfernsehen der NZZ. Und ja, ein weiteres großes Narrativ, um das Thema jetzt mal wieder ganz, ganz schnell zu wechseln, ist natürlich der Klimawandel. Und ganz klar, jede überflüssige E-Mail schadet dem Klima. Ja, also bitte verhalten Sie sich weiter klimaneutral am besten. Stellen Sie sogar das Atmen ein. So, Russlands Griff nach der Arktis heißt es hier, den habe ich jetzt hier zum Klima gepackt, da es hier heißt, die Rohstoffe und Seewege in der Arktis lassen sich infolge des Klimawandels immer leichter erschließen. Russland versucht, seine Dominanz abzusichern. Wenn der Westen hier noch mitspielen will, wird es höchste Zeit für eigene Initiativen. Oh mein Gott, der Klimawandel arbeitet jetzt mit Putin zusammen. Ich denke, das war's. Wir sind alle verloren. Also, unglaublich. Ja, und hier heißt es dann, wenn korrupte Wissenschaft die Weltpolitik bestimmt, das gilt für mehrere Themen, ob den Klimawandel oder hier im Bild, auch ja, Covid, wir vertrauen ja natürlich weiterhin jegliche Wissenschaft außer der Biologie. So, dann zurück zu gewissen energiepolitischen Fragen. Wir dürfen es nicht zu fein sein, französischen Atomstrom zu importieren, nachdem wir unsere Atomwirtschaft ja, selbst zerstört haben. Dann heißt es hier, ein Protest gegen LNG-Terminal auf Rügen hat der letzte Kampf begonnen. Ja, wunderbare Sache. Sleepy Joe hat er jetzt hier angekündigt, kein LNG mehr zu liefern. Und ja, ein Wort noch zu Robert Habeck. Er sagt, Deutschland liege bei der Energiewende im Plan. Doch stimmt das wirklich? Naja, kommt darauf an, was denn der Plan gewesen wäre. Wie gesagt, wenn es um die Deindustrialisierung eines ehemaligen Industriestaats geht, dann kann man durchaus sagen, dass man da ja schon fortgeschritten agiert hat. Und dann, ja, eine Entwicklung, die wir eh auch schon länger feststellen dürfen. Klatsche für die Bundesregierung, die Deutschen wollen keine Elektroautos fahren. Auch das zeigt sich mehr und mehr. So, dann haben wir ja noch ein paar weitere Meldungen. Apple gibt Elektroauto-Projekt auf, Titan geht in die Knie. Protest gegen Gigafactory-Ausbau, Klimaaktivisten besetzen Tesla-Wald in Grünheide. Ja, Tesla nicht mehr grün, Tesla nicht mehr gewollt, genauso wenig wie Elon Musk. Auch hier, ja. Die Narrative beißen sich mehr und mehr. Man ist sich nicht mehr sicher, ob man jetzt mit einem Tesla etwas für die Umwelt, den Klimaschutz tut oder eben nicht. Oder ob man nicht vielleicht als Musk-Unterstützer schon ein ganz böser Nazi und Verschwörungstheoretiker ist. Ist alles nicht mehr so leicht. Mir tun die Tesla-Fahrer fast schon ein bisschen leid. Sie wollten doch nur Gutes tun und zeigen, also der ganzen Welt zeigen, was sie für tolle Gutmenschen sind. Und nun ist das auf einmal nicht mehr so leicht. Ja, man wünscht ihnen alles Gute. So, Elon Musk kauft einen Laptop und als er ihn einschaltete, wurde er gezwungen, ein Konto bei Microsoft anzulegen. Aber das, macht er klar, kommt nicht in Frage. Eventuell Linux, da eine Lösung für Musk. Wir blicken ein bisschen auf diese Tech-Bosse. Warren, Elizabeth Warren, ruft für neue Limits bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf. Und ja, da gab es in den letzten Wochen lustige Entwicklungen. Googles Gemini hat dafür gesorgt, dass Google einen Verlust von 90 Milliarden US-Dollar macht. Peanuts, würde man sagen. Microsoft hat ebenfalls einen neuen künstlichen Intelligenzbot entwickelt, der bizarre und schädliche Antworten gibt. Also eventuell wird die künstliche Intelligenz hier vorgeführt oder führt die üblichen Verdächtigen vor. Und dann haben wir noch Alibaba. Alibaba, die chinesische Firma, die hier eine neue künstliche Intelligenz entwickelt hat, Emote Portrait Live. Also man gibt hier ein Bild ein und sieht dann, wie das Ganze ja, zum Film wird. Weil diejenigen, na egal, ja, was für Zeiten. Nun gut, dann könnte eventuell der Aufschwung der künstlichen Intelligenz dazu führen, dass Electronic Arts auch sehr, sehr viele Jobs streicht, nur am Rande. Wir haben Biden, der 1,7 Milliarden US-Dollar nun ausgeben möchte, um den Hunger in Amerika zu stoppen. Das Ganze bis 2030. 17 Millionen Haushalte haben nicht genug Essen. Auch das natürlich ja,
ein Erbe der Administration von Joe Biden. So, alles ein bisschen gemischt jetzt gerade. Der Krimi hat endlich ein Ende. Schwere Niederlage für Ursula von der Leyen. Hier geht es um eine umstrittene Richtlinie, und zwar das Europäische Lieferkettengesetz hat erneut keine Mehrheit gefunden. Die Richtlinie scheitert auch am Widerstand der FDP. Eines der wichtigsten Projekte der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen steht vor dem Aus. Die Wirtschaft zeigt sich erleichtert, fordert aber mehr. Ja, da wird es diesen berühmten Schritt nun zurückgehen und dann wieder zwei Schritte nach vorne. So, damit kommen wir noch ein bisschen zur Finanzwirtschaft. Crash im Zeitlupentempo. Immobilienkrise erfasst jetzt auch deutsche Banken. Ja, da geht es so ganz langsam los. Nichtsdestotrotz steht der DAX vor dem sechsten Rekord auch in Folge. Aus irgendeinem Grund glauben das die Leute tatsächlich noch. Ja, knallhart Landrätin, Flüchtlinge, die Arbeit verweigern, kriegen 200 Euro weniger. Ja, das wird natürlich mit Sicherheit funktionieren. Man wird einen anderen Landkreis wählen. Und ja, noch ein Wort zur Bezahlkarte. Die grüne Sorge, dass die Bezahlkarte zum Mittel der Gängelung wird. Da steckt ja durchaus einiges drin. Also Bezahlkarten, digitale Euro, CBDC, diese ganze Schose, könnte zur Gängelung werden. Stellen jetzt die Grünen fest. Und das möchte man natürlich nicht, wenn es um die Flüchtlinge geht, die ja stets wohl behandelt werden sollen. Allerdings wäre es vielleicht ein Gedanke, den Bürgergeldempfängern ebenfalls diese Bezahlkarte auszuhändigen, da man ja hier wohl gewisse Vorteile erkannt hat. Einfach eine bessere Steuerbarkeit der Menschen. Und ja, da gab es nun tatsächlich eine Einigung. Die Regierung einig über Gesetz zur Bezahlkarte. Wir werden sehen. Ich denke, es wird wieder ein Geschäft daraus gemacht werden. Wir haben die Clans schon gesehen. Und ich sehe hier eine Vorbereitung für das, was ja den Deutschen oder den Menschen der Welt generell blühen soll. Hier eine zentralisierte Geldabgabestelle, digitalisiert natürlich, kontrolliert, steuerbar, programmierbar zu schaffen. Und ja, jeglichen freien Geldtransfer einfach zu unterbinden. Und da ist es das, glaube ich, so ganz bisschen das Eingangstor des Ganzen. So, und das steht natürlich im Kassengegensatz gegen das Bargeld. Und hier lesen wir bei der Tagesschau gehortete Geldscheine. Oh mein Gott, wo steckt das ganze Euro-Bargeld? Es klingt paradox, im Alltag wird immer mehr mit der Karte oder elektronisch gezahlt. Trotzdem sind hunderte Milliarden Euro Bargeld im Umlauf. Wo ist das ganze Geld? Ja, das würden wohl nicht nur die Kollegen bei der Tagesschau gern wissen. Und das ist natürlich ein Grundproblem beim Bargeld, dass man es nicht so leicht nachverfolgen kann. Also ist natürlich in der täglichen Nutzen ein Tool, ein Werkzeug, das Bargeld, das durchaus einen gewissen Eigenschutz bietet. Anonymität wird natürlich gewahrt. Auf der anderen Seite ist es trotzdem möglich, über die Inflation und so weiter, das Bargeld selbst zu entwerten. So, schwacher Konsum. Deutsche sparen lieber statt zu konsumieren. Der eine oder andere macht es noch im Bargeld, wenn er es denn so haben möchte. Viele gehen da in Gold, Aktien, Immobilien, Uhren, Turnschuhe, was auch immer. Und ja, der eine oder andere hat sich in den letzten Jahren dazu entschlossen, hier den Bitcoin zu geben, um zu zahlen. Und ja, dieser Bitcoin hat in den letzten Tagen neue Höhen erreicht. Also nicht das ganz hohe All-Time-High. In der Eurozone wurde dran gekratzt. Beim US-Dollar fehlt noch ein bisschen. Und ja, Bitcoin stieg auf über 60.000 US-Dollar, inzwischen stehen wir über 62.000 irgendwas, 64.000 ging es ganz kurz hoch, bis Coinbase gesagt hat, sie haben jetzt keinen Bock mehr. Hier haben wir, der Absturz von Coinbase vernichtet die Marktkapitalisierung um fast 100 Milliarden US-Dollar, der Preis von 64.000 US-Dollar auf 58.000 unterstützt. Also unglaubliche Zahlen. Coinbase konnte diesen Aufwand an Nachfrage zu Bitcoin nicht mehr handeln und ist irgendwie abgestürzt worden, wie auch immer, ohne da Verschwörungstheoretiken Theorien zu bemühen. Hier heißt es, Coinbase crasht infolge des steigenden Bitcoin-Preises oder der Nachfrage nach Bitcoin. Und ja, der CEO sagt, schuld sei der große Anstieg an Traffic. Ja, die guten alten Börsen, die dann mal wieder bemüht werden müssen. Coinbase ja Hauptpartner der ETF
Händler in den USA und damit ja, durchaus eine gewisse Verantwortung. Man stellt sich vor, Coinbase würde in die Knie gehen. Was für ein Verlust das wäre. Naja. So, Coinbase-Benutzer sehen 0 Dollar Balance, nachdem hier die Crypto-App einen Schaden verbuchen musste. Spätestens hier wird sich der ein oder andere überlegen, ob er nicht doch lieber die Bitcoin in Eigenverwahrung halten würde, was ja alles kein Problem ist. Hier nochmal kleine Erinnerung. Die Geschichte hat gezeigt, wenn Sie Ihr Bitcoin an einer Börse behalten, Sie irgendwann vom Tisch gezogen werden oder über den Tisch. Beispiele hier sind Gox, FTX, BlockFi, Celsius, Genesis, Voyager und viele mehr. Auch auf Coinbase, Robinhood, Kraken, Binance, Gemini oder einer anderen Börse ist die Bitcoin nicht sicher. Selbstverwahrung ist der Weg. Nur nochmal zur Erinnerung. Und hier nochmal. Ja, wir werden never forget, dass Bitcoin Black Swan Ereignis von 2024. Ja, man hat hier 9% in 15 Minuten nach unten gemacht, nachdem Coinbase hier eben zusammengekracht ist und das Ganze 100 Milliarden, wie schon gehört, gekostet hat. Und ja, Coinbase sagt dann allerdings noch ganz klar, deine Gelder sind sicher für all diejenigen, die da noch Vertrauen haben. So, wie gesagt, die ETFs sorgen dafür, dass die Nachfrage an Bitcoin immer größer wird. BlackRock hat sogar geschafft, innerhalb eines Tages mehr als 1 Milliarde an ETF-Geldern einzukassieren oder dafür Bitcoin zu kaufen. Die ETFs insgesamt haben einen All-Time, also einen Rekord für einen Tag eingestellt, 2,6 Milliarden US-Dollar an einem Tag für Bitcoin ausgegeben. Und ja, man erweitert sich. BlackRock möchte nun am heutigen Freitag in Brasilien einen weiteren ETF präsentieren. Also ich denke, das ja, geht nur noch in eine Richtung. Auch die eine oder andere Bank, die sich da in der Vergangenheit anders angehört hat, hat es wohl nun eingesehen. Es ist Morgan Stanley, sagt, seine Fonds könnten Bitcoin indirekt durch Investitionen in Bitcoin-ETFs kaufen. Und ja, selbst Vanguard knickt ein. Laut WatcherGuri beginnen nun auch Wells Fargo, Merrill Lynch, Tochter der Bank of America, damit ihre Kunden in Bitcoin und ETFs anzubieten. Vanguard-Gruppe eventuell am nächsten dran. So, und dann haben wir noch den Rücktritt eines weiteren CEOs, nämlich der von Vanguard, Tim Buckley, wurde von Bitcoin gefeuert, wie es hier heißt. So, wir bleiben bei den Banken. Wells Fargo, Bank of America, Citizens und PNC und Santander haben nun bekannt gegeben, weitere 31 Filialen in nur einer Woche zu schließen. Und ja, das ist ebenfalls ein genereller Trend. Und hier haben wir noch eine weitere New Yorker Bank. Die New York Community Bank ist 20% in wenigen Stunden hier abgestürzt, nachdem man materielle Schwäche in internen Kontrollen festgestellt hat. Ja, another one bite the dust. So, Gott sei Dank, man in den Vereinigten Staaten den für heute angesetzten Government Shutdown verhindern können. Wurde mal wieder in letzter Sekunde verhindert, allerdings in diesem Fall nur für eine Woche. Ja, also das dürfte dann bis zum 8. März nochmal ein Thema werden, beziehungsweise zum 22. März, also auch dieses Thema. Noch nicht abgeschlossen, klarerweise. Und ja, nochmal zurück zum Bitcoin. Hier heißt es, es ist deprimierend. Was hat Bitcoin jemals für die Menschheit getan? Eine Frage vom schon bekannten Jim Cramer. Ich kenne Jim nicht. Wie wäre es mit, die Menschheit von der 400-jährigen Plage des Fiat-Geldes zu befreien oder den 4 Millionen Menschen, die im Autoritismus leben, sollten ein bisschen mehr sein, unzensierbares Geld zur Verfügung zu stellen? Ja, wie gesagt, hier kann es einer nicht fassen, dass Bitcoin eben doch Erfolg geworden ist. Und ich habe in der letzten Folge, glaube ich, gezeigt, dass in vielen Ländern inzwischen Bitcoin ein All-Time-High erreicht hat. Und das sind inzwischen über 30, unter anderem auch China und Indien. Also Haiti, Indien, Indonesien, Japan, Kenia, Laos, Libanon, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Sierra Leone, Südafrika, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Türkei, Ukraine, Usbekistan, Angola und so weiter. Ja, also, der Weg ist meines Erachtens weiter und sehr klar. China haben wir schon gesehen. Und wie gesagt, wir haben auch einen All-Time-High in Euros gekratzt. Das wurde wirklich nur berührt. 77.000 Euro.
ist der Bullmarkt endgültig begonnen. So, wer sich mit diesen Themen beschäftigen möchte, ich werde, ich habe es angekündigt, in den nächsten Tagen, eventuell, wenn ich es schaffe, mal eine kleine Sonder-Fragerunde machen. Werden wir sehen, wann genau. Wie gesagt, ich muss das alles timen. Aber ein wichtiges Element natürlich bei Bitcoin ist das Proof of Work. Es ist kein Fehler, sondern es ist ein Feature, also es ist ein wichtiges Element, das den Bitcoin eben so stark macht. Also das Argument, dass hier Bitcoin die Meere zum Kochen bringt, mal wieder widerlegt hier bei der Wirtschaftswoche. Ja, dann ist Bitcoin auch die 14. größte Währung der Welt inzwischen und hat den russischen Rubel überholt. Und ja, wo wir in Russen sind, haben wir hier Edward Snowden, und ich habe auch immer wieder angedeutet, dass Russland eventuell schon seit längerer Zeit da aktiv ist, ohne es zu sagen. Und Edward Snowden, der in Moskau sitzt, wie gesagt, hat nun eine Äußerung getroffen, dass Nationalstaaten heimlich Bitcoin kaufen und eine nationale Regierung dieses auch im Jahr 2014 bekannt geben wird, dass man eben Bitcoin kauft. Der moderne Ersatz für das monetäre Gold. Vorhersage der Nationalregierung wird dieses Jahr enthüllen, dass sie Bitcoin gekauft hat, ohne die Tatsache öffentlich bekannt gegeben zu haben. Ja, wie gesagt, da kann man durchaus abschließen, wer das sein könnte. So, wo wir gerade bei Edward Snowden waren, ein Blick aus Julian Assange. Hier heißt es: Liebe AfD im Bundestag, was ist denn mit den Kollegen AfD im EU-Parlament in Brüssel los? Bei einer Abstimmung bezüglich der Pressefreiheit und Julian Assange wird nicht teilgenommen. Wollt ihr uns eigentlich verarschen? Der ein oder andere wird feststellen, was die AfD tatsächlich darstellt. Und ja, zum Schluss nochmal ein paar Blicke nach in die Vereinigten Staaten, wo es Todesdrohungen mit weißem Pulver und entsprechenden Brief gegen Donald Trump Jr. gegeben hat. Wie gesagt, Trump muss in den USA weiter bekämpft werden. Der Supreme Court hat nun entschieden, hier die Immunitätsfrage von Trump zu verschieben. Das Ganze dürfte noch ein bisschen dauern. Ich glaube, hier kommt die nächste Termin am 22. April. Ja, Trump warnt, wenn er verliert, wird der Markt zusammenbrechen. Ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird. Ja, wenn der Markt zusammenbricht, geht es dem Menschen natürlich schlecht. Da kommt eine wunderbare Idee vom CEO von Kellogg's. Er hat vorgeschlagen, dass doch die Menschen Frühstücksflocken zum Mittagessen essen sollten, um ja einfach Geld zu sparen. So, das haben wir schon angesprochen vorher. Über 100.000 Michigan Primary Votes waren uncommitted. Also man hat sich hier nicht direkt, gerade von muslimischer Seite, nicht direkt hinter Joe Biden gestellt. Und ja, wir bleiben bei den beiden. Sie heißt es Blutgeld. Ein neues Buch zeigt, wie die Bidens 5 Millionen US-Dollar von einer chinesischen kriminellen Gang erhalten hat, die verantwortlich war für die Fentanyl-Pipeline in die USA. Also kann man hier die Frage stellen, ob die Bidens indirekt oder direkt mit für die Opioid-Krise in den USA verantwortlich sind. Die Demokraten beschuldigen die Republikaner, ja, russische Propaganda hineingefallen zu sein in der Biden-Untersuchung. Hunter musste ja aussagen, und da kam eigentlich nichts Überraschendes, aber durchaus Bemerkenswertes heraus. Nach Jahren des Abstreitens hat Hunter Biden nun endlich zugegeben, dass Joe der Big Guy in diesem 5 Millionen China-Deal gewesen ist. Also 10% für den Big Guy. Also ja, das wird von Betrachtern in den USA durchaus als ein Impeachment-Grund genannt. Hunter Biden hat allerdings auch ausgesagt, dass er high oder betrunken gewesen war, also auch der Drogeneinfluss oder betrunken gewesen war, während er geschrieben hat, dass er hier bei seinem Vater sitzt, als er diesen 5 Millionen China-Text geschrieben hat. Aber er hat trotzdem das Geld erhalten. Ja, so, und dann die kleine Zusammenfassung. Meine Einschätzung aus der heutigen Aussage von Hunter Biden ist, dass Hunter im Wesentlichen eine Geldwäscheoperation von ausländischen Unternehmen in die Familie Biden geleitet hat. Allerdings werden Dutzende gemäßigter Republikaner nur dann für eine Amtsenthebung stimmen, wenn sie sehen, dass das Geld direkt an Joe Biden geht. Ich halte also aufgrund der uns derzeit vorliegenden Beweise für sehr unwahrscheinlich, dass er vom Repräsentantenhaus angeklagt wird, hier von Matt Gaetz. Also für jedermann in den Vereinigten Staaten ebenfalls zu sehen. Und ja, Comer sagt, dass ein Impeachment-Verfahren nun in die nächste Phase geht. Biden
und der beiden hier eben diese Aussagen getroffen hat. Ja, bleibt weiter spannend. Was haben wir hier noch? Breaking. Die Feuer bestätigt, das FBI und das Justizministerium haben einen massiven Wahlbetrug im Jahr 2020 in Michigan aufgedeckt. Mehr als 100.000 Stimmzettelanträge wurden in der Wahlzentrale von Gouverneur Whitmer gefälscht. Und das, also Gouverneurin Whitmer, und das Justizministerium und das FBI haben es vertuscht, indem sie es an einen anderen Kriminellen weitergegeben haben, der es zufällig leitet. Also Wahlbetrug 2020, wer hätte es gedacht? Tucker Carlson hat sich geäußert zur Wahl 2020. Sie war zu 100% gestohlen. Ja, nun gut. Ja, Kamala Harris hat noch einen Plan für die jetzigen Wahlen veröffentlicht. Und zwar möchte man damit beginnen, Studenten Geld zu zahlen, um Amerikaner ja, auf Wahllisten einzutragen. Ja, ist natürlich keinesfalls so, dass man hier Gefahr läuft, das Ganze zu manipulieren. Und ja, vom FBI heißt es dann, die USA müssen sich auf eine komplexe, schnell bewegende Bedrohungen für die Wahlen dieses Jahr einstellen, warnte der Direktor des FBI. Ja, ich denke, da werden es im Laufe des Jahres all die Dinge wieder hochgekocht werden, die wir ja, beobachten konnten im November 2020. Und ja, wir werden sehen, wie das diesmal für alle, die ganze Welt zu sehen, ausgehen wird. So, ja, die Bedrohungen für das Wahljahr 2024. Der Ausbruch kommt. China hat bekannt gegeben, dass starke Anstiege in Covid-Fällen nun verzeichnet wurden. Rechtzeitig in einer Zeit, als die EU, oder als sich die USA hier auf die Wahlen 2024 vorbereitet. Und ja, ein Blick dazu nach Peru, wo in 20 Regionen bereits ein Notstand ausgerufen wurde. Hier 32 Tode der Grund. Denguefieber auch, wie gesagt. Eine Seuche wird es noch werden. So, zum Schluss noch drei Bilder, die haben jetzt gar nicht so viel mit aktuellen Dingen zu tun, sondern sollen ja einfach nur ganz kurz andeuten, was hier im Hintergrund läuft. Hier ist der Kronprinz Mohammed bin Salman und Macron diskutieren am Telefon die Situation im Gazastreifen und die Sicherheit im Roten Meer. Und ja, Macron fragt bei Mohammed bin Salman nach, der eine Rolle spielt, die nicht zu unterschätzen ist in meinen Augen. Wir haben ja diese Aussage hier von Kim.com, dass Zelensky wohl für einen Plan B sucht, nachdem klar wurde, dass die USA kein verlässlicher Partner sind. Die Saudis streben einen Sieg der BRICS-Staaten an. Das Flirten der multipolaren Ordnung signalisiert im Westen, dass die Ukraine andere Optionen hat. Ja, interessante Entwicklung. Man könnte ja einen Antrag bei den BRICS-Staaten stellen, sich mit Russland vertragen und würde dann natürlich seitens Ukraine im Westen ein ordentliches Schnippchen schlagen. Alles unter der Führung von Mohammed bin Salman. Und dazu noch eine kleine Erinnerung an ja, den großen Schwertanz mit US-Präsident Donald Trump kurz nach dessen Amtsantritt ja, 2017. The best is yet to come. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen für eure Unterstützung, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Wir sehen, die Welt scheint sich immer schneller und verrückter zu drehen. Ob es denn wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, wie gesagt, wir bewegen uns da weiterhin auf einen gewissen Höhepunkt zu, von dem ich vermute, dass er wohl erst gegen Ende des Jahres wirklich tragend wird. Aber auch das wird sich zeigen. Wir werden ja weiterhin peu à peu in aller Ruhe die Dinge betrachten und dokumentieren, ja, wie sich die Welt in eine bessere, im besten Fall, verwandelt. In diesem Sinne, macht es gut, seid lieb zu euren Nachbarn. Alles, alles Liebe, der Sun ist draußen. Thank you.